ist nur einer. Nice. Oh, wir sind ja gleich daheim. Ja, klar. Ja, ja. Das ist ja gleich ums Eck. Also scheinbar sind die Höhlen alle irgendwie verbunden, gell? Alle grob so. Hä? Finde ich. War eigentlich nur die eine jetzt. Ja, und naja, bei der Dead Cave auch. Die ist mit der 3 verbunden und mit der 9. Das ist eine gute Idee. Und mit dem Speer ist das scheiße. Ach, scheiße. Toll, jetzt bin ich wieder sauber. So ein Scheiß. Aber die verabschiedet sich jetzt erstmal. Jo. Jo, nach Modi. Auf gut. Ach. Weiß immer noch nicht, wie die gestern den Dings gebaut hat, ne? Diesen großen Lockhalter. Ich konnte eben, also wir brauchen Baumstämme. Das Ding schneidet gleich bald, genau. Ich konnte eben tatsächlich bei dem Beet die Größe variieren. Wie? Wie hast du es gemacht? Ja, zeige ich dir gerne. Mit einer von den 3 Tasten, die dir angezeigt wird. Einmal musst du den Standpunkt setzen und dann kannst du es noch auseinanderziehen und bestätigen. Ach so. Ey, beim Blockholder geht das glaube ich vorher schon. Ja, eine Frau, die gestern mitgespielt hat, die hat nämlich einen großen gebaut und dachte, oh, wie geht das? Aber ich war zu feige zu fragen. Ich habe es erst auch gar nicht kapiert. Dachte, naja, vielleicht ist das irgendeine bestimmte Geschichte, die wir noch nicht können oder so. So, doch, musst du erst das Ding hinsetzen und dann kannst du hier mit R. Hier, Dave. Noob. Hier, Dave Noob. Ja, wo steht mein Name? Wo steht mein Name? Okay, cool. Das habe ich gar nicht gesehen gestern. Da brauchen wir nämlich nur einen auf das Boot setzen. Oder dem 2 große halt. Katsching. Der hat den schon wieder kaputt gehauen von euch. Das war ich. Was haben wir kaputt gehauen? Ich hab nichts kaputt gehauen. Ich hab extra so einen Speer genommen. Ja, ihr müsst die zwischendurch vielleicht auch mal reparieren. Ich hab einen Schlag drauf gemacht. So, Food Storages. Stickholder, Lockholder. Mit Tränen. Übrigens ist hier wieder ein Kanickel in der Einfalle. Alles klar. Hab's kapiert. Nein, es säuft der. Idiot. Disgusting. Nice. Kanickel in der Falle? Okay. Oh geil, ich hatte ein Lock. So, machen wir das noch ein bisschen. Könnten eigentlich nochmal losrennen wegen ein paar Wildschweine, oder? Du willst einen Schuss machen. Ich will noch einen Baum kaputt machen und dann eher Schluss machen, als nochmal losrennen wegen Wildschweinen. Okay. Ich hab oben noch das Beet jetzt hier fertig zu machen. Jo. Was ist los? Hast du einen Zombie gefangen? Ja. So, ich hab gerade das, was hier stand, kaputt gehauen. Was auch immer das war. Fleisch.
Fleischaufbewahrungstrocknungsgerät. Kann sein, ja. Weiß ich nicht genau. Also Fleischaufbewahrungstrocknungsgerät? Ja, ich habe da meine zwei toten Hasen hingehängt. Ach so. Na toll. Sorry. Oh ja. Du hast die Hasen immer noch nicht getötet, Dave. Ich hab euch vor, dass man die Falle fertig macht. Ach, du hast schon. So, und dann nimmt man sich ab und zu auch mal den Reparaturhammer und repariert die Dinger wieder. Okay, die habe ich gar nicht. Dann musst du den mal bauen. Wusste ich gar nicht, dass es geht. Oh, Eidechse. Eidechse? Schuss-Eidechse. Eidechse. Sehr gut. So, komm mit, wir zerstören jetzt noch eins ihrer Heiligtümer. Ja, ich bin dabei. Chrissy! Denn? Wo willst du denn hin? Ja, komm mit! Wo bist du denn? Drüben. Anderen Flussufer. Richtung Jahr 8. Richtung Jahr 8. Doch mit mir. Wir können kein Frauisch. Ja, das Problem ist, dass die Dame sehr gut selektiv hören kann. Die hört immer nur dazu, wenn man... Ja, richtig. Wenn man dann explizit vor ihren Namen sagt. Hab ich noch nicht gehört, ehrlich gesagt. What? Nur, wir stören noch eins von den Heiligtümern. Dass du irgendwie angesprochen hast, weiß ich nicht. Jetzt rennen die hier runter, dann rennen die wieder hoch. Was soll man finden? Ne? Nö. Ich sehe ihn ja von hier aus. Ich wusste nur nicht, ob man. Ich dachte eigentlich, man kommt am Stand weit hinten nochmal hoch, aber das sah nicht so aus, als käme hier nochmal ein Aufgang. Ah, der Baum da hinten ist geil, ja. Da habe ich immer überlegt zu bauen da. Da oben ist doch auch sicher, wisst ihr, man. Da ist nicht sicher. Na klar, da kannst du schön zumachen. Von unten gar ja, nichts kommen. Nur das ist eine Seite. Nur, dass da ein oder zwei Spawns sind. Mm, ja, ja. Direkt am Baum. Ja. Wir hatten mal versucht, Sven und ich da ein Ding zu bauen, aber es hat nicht funktioniert. Ja, gleich siehst du auch, warum das nicht funktioniert. Oh, Chicory-Samen. Noch mehr Chicory-Samen. Das klingt wie so ein Dings. Chicory-Samen. Wie so ein chinesischer. Eine Anrede. Aha. So eine japanische Anrede, wisst ihr? Miyagi-san. Chicory-san. War hier? Irgendwas war hier, ja. War der Meinung, hier, den konnte man sprengen. Hier wäre irgendwo ein Punkt, wo man den sprengen konnte. Ich glaube, man konnte nicht springen, ja. Irgendwas geh mal weg da. Machen. Komm weg, Chrissy. Tante macht Dinge. Aha. Oha. Irgendwas kommt man auch. Alter, wie schlecht ist das denn? Warte. Es pfeift nicht, wenn ich nicht in der Nähe der Explosion stehe. Ja, aber Rohren, sobald ich hinkomme, obwohl die Explosion schon längst vorbei ist, dann fängt es an zu pfeifen. Ja, ja. Hä? Also ich war mal der Meinung, den konnte man sprengen. Aber gut, anscheinend doch nicht. Da ist es rausgenommen. War wohl bestimmt von Peter verklagt. Ach nee. Baumpeter. Gibt's Peter für Bäume? Ja, sicherlich. Die Grünen.
Boah, die haben mir doch tatsächlich heute Altpapier in den Briefkasten geworfen, ne? Die Grünen? Ja. Okay. Das ist ja hier Wiederholungswahl. Ach so, in Berlin oder was? Ja. Und Welze? Ja, sicherlich. Ja, natürlich, sonst kann ich mich über das Gesindel ja nicht aufregen. Hier habe ich mal, ne, hab ich mal überwintert hier in so einer Ecke. Weil ich nicht wusste, wie es weitergeht. Aber kommen wir zu den Dings, gell? Wenn wir ein Stückchen weitergehen zu den Containern? Nee. Nee? Nee. Wir kommen gleich zurück nach Hause, wenn wir weitergehen. Was wir auch tun sollten, weil hier gerade irgendwas, wie sagt Christi so schön, gekrischen hat. Krischi hat gekrischen. Ich hab nicht gekrischen und ich hab auch nichts kreischen hören. Ehrlich nicht? Das ist ja lustig. Da kommt auch einer runtergerannt. Oh. Ja, Dave, unser Held, steht wieder ganz weit hinten, damit er gar keinen Schaden kriegt. Nein, ich musste da nur Dings hier und so. Na, was musstest du? Dich verstecken, ich verstehe. Nee, die Waffe ausrüsten. Ich hatte den Rekorder in der Hand. Ich konnte, musste mal die Waffe ausrüsten. Ich hatte keine Taste, wo du drauf gedrückt hast. Das ist ja auch nie um eine Ausrede verlegen, ne? Nee. Warum sind da ich? Oh. Da vor uns. Vor uns sind mehrere. Ja, wow. Au! Blut und Dickes. Ey, Tittchen! Lass das! Tittchen! Und zweimal Tittchen! Ja, einmal sieht auch komisch aus. Findest du? Finde ich schon irgendwie. Das ist ganz schön diskriminierend. Oh, da ist noch einer. Nee, ganz ehrlich, ich habe auch nie verstanden, was die alle immer an der blauen Tussi mit den drei Titten bei Total Recall gefunden haben. Ich fand immer, das sah komisch aus. Ja, Mann. Mehr gewesen, oder? Warum kriege ich denn das Jagdfoto noch nicht und die Kassette nicht? Ist ja interessant. Echt schon. Aber ich habe die auch schon geholt, das weiß ich ganz genau. Aber irgendwas war wahrscheinlich nicht richtig. Ja, ich habe mir das angeguckt, der Enddach. Ja, ich habe es geholt schon. So, auf zum Atem, zum Dorf. Zum Dorf. Robert hier macht. Schulter. Ach, scheiße, warte mal. Ich bring noch mal ein paar Dings mit, ein paar Schildkröten. Achso, der aus Pennen, gell? Also, wir drehen aus Pennen schnell. Waren ja keine da. Ne, ich muss kurz warten, die kommen. Sobald du da hingehst, wenn die getriggert, dann kommen die aus dem Wasser gelatscht. Ja, blöde Treckerin, ne? Christi funktioniert überhaupt nicht. Manchmal ja, manchmal ja. Komm da irgendwie mal hoch, ich weiß nicht, was ihr da macht. Ja, vielleicht muss man da, keine Ahnung, mal neu bauen. Da schlafen wir erstmal. Home sweet home. Irgendwer fehlt schon wieder. Jo, Sascha, schlaf gut. Dave fehlt. Danke, wieder. Dass du dabei sein. Sorry, ich hab nochmal gedrückt. Und wir werden halt auch nicht mehr so lange machen. Wie gesagt, wir machen auch gleich Schluss und dann. Ja, wenn wir morgen Abend ein bisschen länger machen. Vielleicht, wenn die anderen schon ins Bett wollen, dann machen wir ein anderes Spiel dann. Gute Nacht dann alle, sagt Sascha. Macht Sascha. Ah. Ja. Mainz Chronicle.
gegessen. Ich habe getrunken. Ich habe gespeichert. Gespeichert? Hast du gespeichert? Ja, das auch. Na gut. Ich gehe nochmal Schildkröten holen jetzt. Dass die Dinger da ein bisschen voll mit was hängt. Wer noch irgendwas einpflanzen möchte, hier oben ist noch Platz. Ich hätte noch einmal Aloe. Ich habe meine Samen schon verteilt. Aloe Vera hätte ich. Aloe Vera. Ja, wir haben mit reingeschmissen. Aber hau rein, was ihr habt. Unsere Hasen vermehren sich hier nicht. Irgendwas hängt da, ne? Wahrscheinlich sind wir nicht oft genug in der Base, weißt du? Ja. Auch kann sein. Mann, dann Status-Team neu. So wegen Update, gell? Ja, war doch vorhin schon mal gesagt. Mit Night of Dead sind wir durch, oder? Kann ich das deinstallieren und mal? Wo willst du nochmal da drauf gucken? Nö, ich fand das jetzt nicht so. Aber hab ich ja vorher schon gesagt, weil man mich nicht so getriggert. Ja. Wenn es mal fertig ist, soll ich mal fertig machen, dann ist das bestimmt gut. Ja, und die anderen, du ja sowieso nicht, aber Crank taucht ja auch nicht mehr auf. Ne, da war Donnerstag. Komm, da hat er gesagt. Also letzten Donnerstag. Weiß nicht warum. Also uns vier mehr oder weniger habe ich schon ewig keinen anderen mehr gesehen und gehört. Ja, gell. Und es hatte Kern. Aber ist ja nicht schlimm. Hat ja immer was anderes zu tun, gell, was? Oh. Man, Dulle triggert das Spiel nicht, der mochte Forest nicht so. Schildi! Das ist, den muss man einmal treffen, gell. Früher musstest du die ganz auf den Kopf hauen, das hat ganz schlecht funktioniert, die zu töten, die Schildkröten. Oh, das geht jetzt immer noch teilweise. Also ich hatte, als wir vorhin, als du da in die Stelle, wo du getötet wurdest. Da habe ich auf die eingestochen, da hat die den Kopf eingezogen. Achso, machen die immer noch, ja. Ja. Das haben die früher immer, das haben die damit wahrscheinlich die Wahrscheinlichkeit nur verringert. Allerdings ein bisschen lächerlich, dass der komplette Panzer voll mit Blut war. Oder dass der Panzer geblutet hat, eher gesagt. Ja. Aber gibt's nicht auch einen Beutel für Fleisch, sag mal? Nee. Für Essen, Nahrungsmittel? Nee. Okay. Also für alles gibt's einen Beutel. Nee. Warmsuit. Ja, weiß nicht, was da im Schneebiom jetzt noch ist, was man da noch, was da noch zu erkunden gibt. Aber den Warmsuit gibt es ja wahrscheinlich nicht ohne Grund. Guck. Da steht's, Flo's. Hast du denn die Treppe verändert draußen, die Treppe? Nein, die... nee, ich nicht. Okay. Wieso kommst du auf einmal hoch? Ich komme auf einmal hoch, ja. Aber... Fleisch. Achso, ich soll mein Zeug einpflanzen. Ich soll meinen Samen einpflanzen. Ja. Bei Chrissy hat sie gesagt. Deinen Samen ein. Oh, das ist ja riesengroß, cool. C. Okay, habe ich. Einen Platz ist noch. Oder zwei. Oder vier. Ist nicht zu erkennen. Brauchst du Hilfe da, Chrissy? Ja,
Auto zukommen. Gefälle habe ich schon ein bisschen gemacht. Beim nächsten Mal aus mal die Kettensäge holen. Man hört halt dann gar nichts mehr, ne? Schon scheiße. Ja, das ist schon scheiße. Bumpelt! Komm. Oh, was für dich, für Dave, ein Pedometer. Für den, ja, Schrittmesser, gell? Ja. Schrittzähler, ja. Ich weiß gar nicht, was das da ist. Auf jeden Fall für das Achievement. 5000 so, Schritte wahrscheinlich. Deswegen habe ich das wahrscheinlich noch nicht, weil ich den Pedometer noch nie hatte. Okay. Schade, wo gibt's das? Keine Ahnung. Soll ich? Ist voll krass. Oha. Was sind das für Experimente? Aufhüpfen. Aua! Alter! Oh, da ist was. Ganz vieles. Ui! Da sind richtig viele. Was los mit euch? Was hieß? Hab jetzt gerade nochmal geguckt, der Cache ist eigentlich da an der Stelle. Müssen wir morgen doch nochmal hin oder so. Ja, gell? Zum Baum. Elf, gehst du da mal weg? Aua. Was hast du denn damit vorgehabt? Mit was? Was hast du denn mit denen vorgehabt? Ich wollte die hauen. Das waren 4 Stück? Mindestens. Ja. Was machst du da? Ich stehe am Floß. Ach. Ein bisschen zu heikel, was du da getrieben hast. Hauen die auch wieder ab? Nein, nicht so. Weiß ich nicht. Bin ich sicher. Nein, ins Wasser springen wollen die auch nicht, die Idioten. Doch, warte mal. Sie verteilen sich. Sehr gut. Kannst du mal E drücken bei mir? Ja. Lebensmüde oder was? Aber ja. Wow! Vergiss es! Vergiss es! Das sind 5-6 Stück! Hast du die Flairgun in der Tasche? Die wir am Flugzeug geholt haben? Warte, ich beeil mich. Renn ins Wasser, bitte. Und schnell ins Wasser. Hängt die alle um. Arschlöcher.